Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Kingdoms Reborn. Ich habe etwas an meinen Audioeinstellungen rumgespielt. Der liebe Dr. Wolfsherz hat mir da gestern richtig kräftig geholfen. Deswegen, ich hoffe mal, ich höre mich jetzt ein bisschen besser an. Wir gehen erstmal zurück zur Festung und starten ins Spiel. Zur Festung? Natürlich zurück zur Stadt und wir starten ins Spiel. Das Gold ist eh schon weg. Mist, ich habe mein Handy nicht da. Jetzt kann ich leider nicht mehr nachschauen. War es Frontfuchs? Wer mir den letzten Kommentar geschrieben hat, ich soll mich doch relativ schnell in die Wüste begeben. Ja, mit schnell hat sich so ein bisschen, weil schnell expandieren, wie man sieht, ist bei mir nicht. Ich hatte zwar vor, hier in die Wüste zu gehen wegen der Kohle, aber wie man sieht, war ich zu langsam. Also der andere expandiert hier echt schnell im Gegensatz zu mir. Obwohl, wir sind wahrscheinlich ungefähr gleich groß sogar. Er wird ein kleines bisschen größer sein. Egal. Ich bin zu langsam, aber ich glaube, wir müssen den Krieg sowieso mal austesten, wie der hier so genau läuft. So, unser Lager ist voll. Dann werden wir doch als erstes mal ein bisschen Lager hier wieder bauen. Und zwar hier ein bisschen weiter bauen. Und wir können Diebstahlen. Das machen wir. Ruhen. Ja, ist das nicht das Rathaus? Doch, eigentlich schon. Egal. Könnten wir uns die Kohle holen? Nein, können wir nicht. Wir sind noch nicht mal so weit. Wir müssen erstmal hier ran. Ja, aber wir könnten uns erstmal hier die Provinz mit den Rufpunkten oder was das ist, holen. Einflusspunkte, genau. Und dann die Kohle zumindest hier mit Geld. Ich möchte auch eine Kohlemine. Die setzen wir mal hier ran. Und wieso geht das nicht? Weil das Stein ist. Wo ist denn Kohle? Wir hatten doch eine Ansicht, glaube ich, oder? Die meine ich aber nicht. Das soll keine Kohle hier sein. Es schaut doch aus wie Kohle. Ressourcenstein. Aha. Wo ist dann die Kohle? Hier. Was? Aber hier ist doch gar keine Kohle. Also zumindest optisch nicht. Okay, das verstehe ich jetzt leider nicht ganz. Aber okay, dann ist halt hier die Kohle. Haus zu weit entfernt. Ja, das ist mir durchaus bewusst. Wir sind jetzt hier ganz weit entfernt sogar. Werden aber trotzdem schon mal hinbauen. Wir könnten hier sogar eine zweite kleine Häusersiedlung hinbauen. Wie viele Häuser brauchen wir denn? Ja, wir könnten sogar welche brauchen, theoretisch. Wie viele Arbeitslose haben wir denn? Ja, nicht so viele. Nicht so viele. Dann machen wir jetzt erstmal hier 1, 2, 3. Und wir brauchen natürlich ein Lager. So. Okay, damit haben wir wieder mehr als genügend zu tun. Wir drehen ein bisschen schneller. Wir können Leute entführen. Wir wollen eine Universalkarte. Und wir kaufen mal vorsichtshalber eine zweite Taverne, wenn man sie uns schon anbietet. Kohlemine nochmal. Wollen wir jetzt aber nichts. Eine zweite Schweinefarm hätte ich eigentlich schon gerne irgendwann mal irgendwo so hier hinsetzen. So zum Beispiel. Fallen gelassenes Ressource. Okay, da hier wurde was wahrscheinlich was gejagt.
Gut, jetzt warten wir erstmal, bis das alles gebaut ist. Wir bauen hier noch einen Lieferdienst. Was haben wir denn noch alles? Spionagenest aufdecken. Hier bauen wir Häuser. Diane ist obdachlos, hat deswegen die Stadt verlassen. Okay. Wir haben gerade 2 Bauarbeiter. Ist natürlich nicht so viel. Wir gehen hier mal kurz rauf auf 4 Bauarbeiter. Dafür wird halt dann irgendein Job nicht besetzt. Wir entführen mal erst Geld, dann Entführung und dann klauen wir hier hinten nochmal Geld. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Mit den 4 Bauarbeitern, damit die Baustellen eigentlich ein bisschen schneller laufen. Wird hier irgendwo gerade was gebaut? Ah ja, hier der Lieferdienst ist fertig. Grundsätzlich hätte ich gerne hier die 2 Arbeitsplätze mehr. Handelsposten. Nee. Wenn überhaupt, würde ich mehr Handelshäfen bauen. Und Steine bräuchte man auch irgendwann mal. Also gebrannte Ziegel. Können wir aber noch nicht. Glaube ich, müssen wir auch erst erforschen, oder? Ja. Ich glaube, da wäre mal Dämon Kohle. Ich glaube, da wäre mal als nächstes drauf gehen. Auf die Ziegel. Gut. Sehe ich hier irgendwo schon Leute bauen? Da wird nicht gebaut. Hier wird gebaut. Beide mal schnell boosten. Auch wenn wir uns da nicht viel Zeit ersparen. Aber wir haben unnütze Punkte. Also warum nicht? Warum nicht? Heißt, wir bräuchten dann auch irgendwann mal Lehmhütten kommen. Wir holen uns die Einwanderer. Wir entführen wieder Leute. Ja, ich habe es ein bisschen auf Rouen abgesehen. Warum? Rouen wird wahrscheinlich das Dorf, oder was heißt wahrscheinlich wird das Dorf, das wir auch mal angreifen werden. Beziehungsweise, ich bin ja Pazifist. Wir haben ja keinen Krieg, sondern das Dorf, das ich friedlich befreien werde, indem ich zu viele Touristen mit Handtüchern hinschicke. Aber wir müssen ja die neue Kriegssituation mit den Kriegern und so, das müssen wir ja mal ausprobieren. Deswegen. Sehe ich denn irgendwo? Ich muss da natürlich erstmal anschauen, wie ich überhaupt angreife. So anscheinend. Ah! Okay. Wir sind auf die Bäckerei vorhin gegangen. Mal ganz kurz Pause. Und wir wollten auch auf die Bäckerei gehen, genau. Da hatten wir jetzt nämlich die Windmühlen. Dann gehen wir jetzt auf die Ziegelei. Ja. Und eine Windmühle möchten wir kaufen, eine Bäckerei nicht. Die Bäckerei bringt uns nämlich nichts. Die Windmühle dagegen schon. Ne, ich setze die hier so hin. Passt zwar jetzt nicht so ganz vom Weg, aber eventuell könnten wir hier noch irgendwas reinbauen. Vielleicht sogar noch ein weiteres Feld oder so. So, wie schaut es hier aus? Haus steht. Dann hätten wir die nächsten Baustellen, die jetzt laufen, hier oben. Wir werden das mal mit Argusaugen beobachten. Ah, hier Überfall. Okay. Okay. Da wissen wir, wo der Überfall ist.
Wir beobachten trotzdem jetzt hier mal mit Argus-Augen, wann denn hier die ersten Baustellen losgehen. Zwei Diebstähle hätten wir schon wieder. Werden wir natürlich auch mal schnell machen. Kann ich den jetzt nochmal Geld klauen? Ja. Wie Geld haben denn die? Okay, jetzt könnten wir uns natürlich trotzdem nochmal ausbreiten. Wir könnten zum Beispiel jetzt hier hingehen und dann hier die KI abschneiden. Warum? Ah, okay, ich muss hier rumgehen. Dann hätte ich die nämlich hier abgeschnitten. Was haben wir denn hier? Förster? Ach, das ist meiner. Oh Gott. Hier haben wir uns ja ausgebreitet. Hierhin. Eieiei, jetzt habe ich mein... Ich dachte, oh geil, was habe ich denn hier? Oh, Gebäude. Yeah. Oh, nee, ist ja meins. Ja, bescheuert muss man halt sein, gell? Hier hinten wird gebaut gerade. Das boosten wir mal schnell. Da werden die Bäume schon abgehackt für uns. Wie viele Bäume haben wir denn? Okay, mehr als genügend. Nahrung haben wir auch mehr als genügend. Da könnten wir mal... Weißt was? Oh, Baumwollsamen. Wir werden jetzt mal einen weiteren Handelshafen bauen. Ziegelei kaufen. So, wir kaufen mal kurz Teste hier. Jetzt hätte ich gerne, wir machen mal kurz Pause. Ich hätte jetzt gerne einen weiteren Handelshafen. Wir verkaufen die Pilzfarm. Jetzt kaufen wir uns einen Handelshafen. Einen weiteren. So. Irgendwann braucht man eh mehr von den Dingern. Ja, vielleicht hätte ich noch ein bisschen warten sollen, bis oben erstmal die Baustellen fertig sind. Das war vielleicht ein klitzekleines bisschen doof. Egal. Diebstahl. Wir schröpfen weiterhin Rouen. Und wir verkaufen mal ein bisschen was. Und zwar Pilz. Gut. Dann setzen wir mal noch nichts. Wir brauchen erst... eine Lehmgrube. Die habe ich gesucht. Wir setzen die Lehmgrube hier drüben hin. So, jetzt baue ich wieder zu viele Baustellen. Was ist eigentlich das hier? Haus, okay. Und wir setzen dann gegenüber die Ziegelei. Und wir brauchen dafür Stein. Stein. Wir haben hier bestimmt irgendwo ganz viel Stein sogar. Gut, wir drehen ein bisschen schneller. Wir boosten mal hier, hier und da nicht mehr. Und dann Universalkarte, nochmal eine Ziegelei, nein. Wir klauen, also ich finde den Diebstahl, dass der zu mächtig ist. Ich finde Diebstahl zu mächtig. Muss ich jetzt leider wirklich so sagen. Wir bauen mal noch zwei weitere Krieger. Was wir haben, haben wir. So. Wir bräuchten aber auch das Gebiet hier. Ich das jetzt abbreche. 4500. So. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier als Gebirge gezählt hätte. Aber jetzt hätten wir ihn abgeschnitten. Jetzt müsste er, wenn er hier hin will, zum Beispiel hier oben rum. Aber wir könnten natürlich versuchen, das hier auch noch ranzukommen.
drei Einwanderer wollen wir. Wir nehmen die 20% Produktivität. Und die will ich mal hier in die Kohle gleich reinschmeißen. Lager ist voll. Bauen wir doch hier mal noch das Lager aus, oder? So. Bauen wir mal hier noch das Lager aus. Handelsposten, Einwanderer. Ja, können wir noch brauchen. Jetzt sind wir tatsächlich komplett voll. Wir klauen nochmal. Oh, der macht auch richtig viel Kohle hier. Und jetzt holen wir uns zumindest nochmal einen Militärtrupp. Ich habe nämlich anscheinend gerade eben beide abgebrochen. Eigentlich wollte ich nur einen abbrechen. So. Da hätten wir noch einen. Schon wieder Geld. Ja, mei. Machen wir halt dann auch noch. Also das Diebstahl finde ich echt viel zu heftig. Viel zu heftig. 2-1. Haben genauso viel Militär wie wir. Gut, da hätten wir die Leute. Dann rein theoretisch. Würde ich dann hier gerne so weiterbauen. Und dann hier irgendwo die Taverne. So im Idealfall. Und dann hier. Komm, das eine Haus bauen wir jetzt sogar noch. Das bauen wir sogar noch. Oh, Schweinefarm ist ja auch schon fertig. Geil. Wir hier eine Straße gezogen, ja. Und Lehmgrube ist auch schon... Nein, ist nicht fertig. Ist nicht fertig. Universalkarte. Universalkarten nehmen wir natürlich alle mit. Logisch. Wir könnten schon wieder einklauen. Also das geht echt viel zu schnell. Viel zu schnell. Finde ich ein bisschen heftig. Oh, da war noch eine zweite Universalkarte. Die habe ich jetzt vergessen. Okay, Technologie. Wir können nach wie vor, soweit ich weiß... ja, Moment. Dich hier müssen wir ausschalten. Genau. Dich wollen wir nicht. Wir können nach wie vor... Ja, Kartoffeln können wir anbauen. Aber kein Getreide. Und ein Getreide hätte ich ja gerne. Ich würde jetzt trotzdem gerne, wir bauen jetzt mal, auch wenn es nicht so ganz passt, hier noch ein Feld rein. Und hier hätte ich gerne Kartoffeln. Ich brauche eigentlich an sich keine Kartoffeln, aber was man hat, hat man. Weniger Eingangsressourcen und 20 Produktivität bei beidem. Borkelt hat mir Geld geschenkt. Geil. Pilzbier und das andere war Orangencider, genau. Und dann könnte man hier gar nichts machen. Die Kartoffeln brauchen wir später für Kartoffelschnaps wahrscheinlich. Egal. Entführung. Nahrungsspeicher für... Lebensmittelproduzenten. Ah ja, ich, okay. Umliegende Lebensmittelproduzenten. Stimmt, das hatten wir hier unten irgendwo schon mal hingesetzt, gell? Da. Ja. Ja, ja, ja. Könnte man vielleicht in... Aha. In irgendeiner Variation auch hier hinsetzen. Mal gucken, wie wir das hier genau bauen. Eigentlich habe ich hier eh schon wieder ein bisschen falsch gebaut, glaube ich, weil der Weg hier so durchgeht. Wobei, wir könnten hier noch Häuser hinsetzen, hier noch Häuser, hier noch Häuser, hier noch Häuser, hier noch... Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Okay. Baustellen laufen. Wie schaut es denn hier aus? Wir haben nach wie vor unsere vier Arbeiter und viele... unsere vier Bauarbeiter und viele Arbeiter. Heißt, entführen tun wir gerade niemanden. Wir klauen jetzt erstmal wieder Geld.
wird weniger Geld hier. Warum wird es hier weniger? Statt 600 nur noch 400, aber trotzdem schaden wir Rouen weiterhin. Wie war das eigentlich gleich wieder mit Bogenschützen? Wann kann ich die bauen? Genau, die muss ich erforschen. Könnte ich jetzt machen, weil ich sehe gerade... Okay, wir haben direkt die Bogenschützen. Dann gehen wir hier direkt noch auf die Schwertkämpfer. Wir haben jetzt uns die ganzen Punkte angespart. Holz brauchen wir nicht. Schaut das aus mit Steinwerkzeugen, haben wir auch genügend. Weiß gerade noch nicht was. Ich weiß auch nicht so ganz, wie das mit diesen Lieferdiensten funktioniert. Ich meine jetzt, ich habe den jetzt hier stehen. Der beliefert jetzt hier alles. Ah, der beliefert nur die Häuser. Und hier auch nur die, aber nicht die hier hinten. Aber hätte ich den Lieferdienst, wäre das vielleicht geschickter, wenn man den hier reinsetzt. Muss das mal schnell ausprobieren. Ich den zum Beispiel hier so hinsetze. Ist das besser? Werden wir mal schnell ausprobieren. Ist die Beschreibung vom Lieferdienst? Ah, steht nicht da. Mist. The Trade with the City used the Trading Company. Ah, das Teil hier hinten ist auch noch nicht fertig. Na gut, na gut. Wo haben wir Baustellen? Und wir boosten die schon mal. Da fehlt auch noch einiges. Hier überall. Aber Schwertkämpfer sind jetzt auch gleich fertig. Dann könnten wir mal schauen, was wir als nächstes für Militäreinheiten bauen. Aber erst würde ich gerne noch das... Aha! Die KI... hier Rouen hat sich hier jetzt dieses Teil gekauft, damit sie hier in der Stadt dran sind. Ich weiß jetzt nur noch nicht, was man eigentlich mit der Stadt hier macht. Man kann handeln, kann man die auch erobern, theoretisch? Vermutlich mal nicht. Schwertkämpfer, 2200 Bogenschütze. Kann man die hier aufrüsten? Nein. Okay. Ich hoffe jetzt auch mal auch noch so einen Überfall hätte ich gerne. So, dann Rouen. Wo ist meine zweite? Rouen. Wir führen mal schnell sogar ein paar Leute. Einfach nur, damit sie die nicht haben. Auch wenn sie bei mir gleich wieder abhauen. Nochmal Diebstahl. Okay. So, schauen wir mal, was wir jetzt hier oben kriegen. Auch nur 504. Und unten? Das ist eine Wüstenstadt, hey, Wahnsinn. Provinzeroberung freigeschalten, jawohl. 484, na dann gehen wir lieber auf Rouen. Nimm uns ein bisschen mehr. Oh, und guckt mal, die haben jetzt aber zwei Schwertkämpfer und einen Bogenschützen. Die haben gar keine Krieger mehr. Das ist die Überlegung. Ich könnte die verkaufen, die Krieger, aber dann hätte ich ganz schön Verlust gemacht. Das machen wir nicht. Warte, machen wir nicht. Wir machen es ja so, ich bilde jetzt auch noch einen Schwertkämpfer aus. Ja, wir holen uns mal einen zweiten Steinbruch, glaube ich.
Warum kann ich hier keinen bauen? Ah, so. Okay. Ist aber kacke, wenn ich so mache. Da sind die Leute unzufrieden. Dann baut man doch lieber... so hin. Wasserlisation freigeschaltet. So, guck mal doch als erstes mal, könnten wir jetzt mit dir irgendwas machen. Überfallen könnten wir sie. Würde uns 6000 bringen. Oder wir erobern das Wasser Lissierens. Was bringt uns das, wenn wir das erobern? Das ist die Frage. Das könnten wir jetzt genauso hier machen. Oder halt auch überfallen. Nur das bringt mir gar nichts. Also hier müsste man eigentlich 5 Karten können wir einsetzen. Der hat 3. Ich habe 5. Wollen wir das einfach mal probieren? Ah, so. Verschiedene Karten. Dann probieren wir erstmal Folgendes. Wir werden die hier für 6000, erstmal jetzt überfallen. Bestätigen. Wir probieren das jetzt mal aus. Ja, ich wäre 1000-mal stärker, um genau zu sein. Beute 6400. Wir waren 20 mal so stark, by the way. Was heißt diese minus 8% hier? Entfernung von der Hauptstadt, okay. Ganz kurz Pause. Aber jetzt mal. So, kommt. Könnten sogar noch verstärken. 6400. Aha. Armee-HP, das muss ich auch noch angreifen. Das ist jetzt wahrscheinlich das Plündern, oder was? Das dauert ja ewig, aber okay. Wir wollen uns nicht beschweren. Solange wir dafür Kohle bekommen, machen wir das einfach. Karte. So, dann würde ich gerne hier noch die Kohleproduktion ein bisschen pushen. Die Kohleproduktion noch ein bisschen. Machen wir mal hier noch und hier noch. Da wird gerade gebaut. Und wir bräuchten eigentlich auch schon wieder neue Häuser. Und die werden wir jetzt mal kurz hier oben hinbauen. Schließlich haben wir hier noch 2 Slots frei. Und dann machen wir hier einfach gleich weiter. Okay, 3 gehen hier nicht her, aber 2 gehen nochmal her. Das passt. Das passt. So, Borghild. Wo ist denn eigentlich Borghild? Die schenken mir ständig Sachen und wurden auf Stufe 3 aufgerüstet. Und ich habe keine Ahnung, was das genau bedeutet. Ich sehe aber jetzt Borghild hier auch nicht. Keine Ahnung, wo Borghild ist, aber ist, glaube ich, irgendwie so eine... Ah, hier, Borghild. Ach, das sind die... Ah. Die andere KI-Spieler quasi. So, wie schaut es denn hier aus? Eieiei, das dauert halt echt ewig.
Also wirklich ewig. Wir brauchen schon wieder neue Lager. Wo bauen wir denn unser Lager weiter aus? Wie wär's mit hier? Machen wir es mal so. Kriegt doch mal kurz Priorisierung. Machen wir es so. Und dann bilden wir haben 4000 gerade, noch zwei weitere Leute aus. Wir wollen gleich Rouen befreien. Mal gucken, ob man die jetzt inzwischen wirklich erobern kann. Wäre zwar ein bisschen zu stark, hätte ich das Gefühl. Aber warum nicht einfach ausprobieren? Okay, 100 von 139 waren sich gerade eben noch 140 Leute. Ah, Schwertkämpfer fertig geworden, deswegen. Deswegen. Ja, hier müssen mal die Häuser fertig werden. Haben wir jetzt inzwischen eigentlich Ziegel? Ja, 76 sogar schon. Gut. Könnten wir irgendwann noch eine zweite Ziegelei hinbauen. Aber wir brauchen auch ein bisschen Stein, habe ich gerade gesehen. Und ich sehe gerade, dass wir schon bei 31 Minuten sind. Deswegen würde ich sagen, für die Folge war es das mal wieder. Liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.